Neulich habe ich meinen Gang zum örtlichen Aldi Nord gemacht, um mir ein Brötchen fürs Frühstück zu kaufen. Und da habe ich etwas entdeckt, was mein Herz hat erweichen lassen. Und zwar das hier. Die Lorenz Monster Munch. Etwas ganz Besonderes für mich. Für euch, ihr denkt euch vielleicht so, hä, was zeigt uns hier für eine alte Scheiße? Das Zeug gibt es doch schon seit 1000 Jahren. Ja, ihr habt recht. Das habe ich nämlich schon als Kind gegessen. Und das letzte Mal vor, boah, keine Ahnung, bestimmt mehr als 20 Jahren. Und irgendwie sind sie völlig aus meinem Gedanken verschwunden. Und dann sah ich sie da liegen in der Aktion. Oh, jetzt ist mein Kissen hier runtergefallen. In der Aktion bei Aldi Nord neben diesen Pommes, die ich dann einfach mitgenommen habe, um euch zwei Sachen vorzustellen. Wobei ich die, glaube ich, sogar schon mal getestet habe auf YouTube. Aber wir machen das jetzt einfach nochmal. Und ich musste sie einfach kaufen. Einfach so als Erinnerung an damals. Ja, wie sagte mal ein Kollege, mit dem ich Abi gemacht habe. Damals, als noch alles... warte mal, wie war das? Damals, als der Schnee noch schwarz war und alles aus Holz, so sagte man. Und schwarz von wegen Kohle und so weiter, ne? Als die ganzen Abgase noch in der Luft waren und dann den Schnee schwarz gefärbt haben. Super geil. 1,99 Euro in Aktion haben sie jeweils gekostet. Das sind XXL-Packungen, also es ist besonders viel drin. Deswegen normalerweise sind die nicht so riesig. Und diese Monster Munch, das ist so ein Ding aus meiner Kindheit. Und ich bin jetzt super gespannt, ob sie immer noch so schmecken wie früher. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, wie sie schmecken. Ich habe eine ungefähre Ahnung, dass es Richtung Pombeer geht. Man sieht es auch so ein bisschen an der Struktur. Our Monster Munch are little ghosts, but they don't have to hide. Because they are not only full of flavor, but also made with good sunflower oil. Eigentlich müsste es Rapeseed Oil sein. Moreover, Monster Munch do not need any enhancers for that great spooky taste. A taste which is completely vegetarian. Es stand früher 100 Pro nicht drauf. It makes us happy if you have fun with our little monsters. Die Frage ist jetzt, ob es die vielleicht wirklich jetzt nur als Aktion wieder gab und die in Deutschland eigentlich völlig verschwunden sind. Also wer von euch weiß, ob es Monster Munch die ganze Zeit im Supermarkt gab, der mag mir das mal gerne schreiben. Hier steht jetzt zum Beispiel auch Deutsch drauf. Lust auf eine kleine Snack-Auszeit? Dann ist unser knusprig, luftiger Kartoffelsack genau das Richtige für dich. Das Luftige sorgt nicht dafür, dass besonders viel Fett reinfließt und es damit besonders lecker ist. Je größer die Oberfläche, desto mehr Fett kann rein. Zum anderen, weil wir sie ausschließen, Sonnenblumenöl rösten und bei ihrer Zubereitung. Kennt ihr Leute, die immer rösten sagen? Das finde ich ganz gruselig. Tut mir leid, wenn ihr rösten sagt. Ja, genauso gibt es bestimmt Sachen, die ich sage, wo ihr denkt, oh, gruselig. Zum Beispiel, ich gehe nach Aldi. Ja, ich gehe nach Aldi und nicht zu Aldi. Denke ich euch auch so, brrr. Und so denke ich mir das, wenn Leute sagen, rösten. Und bei ihrer Zubereitung auf den, genauso wie Chemie, auf den Zusatz von Hefeextrakt und an den Geschmacksverstärker verzichte. So sind Pommes genau richtig für die luftig leichten Momente im Leben, egal ob du sie mit Freunden, der Familie oder was für ein Bullshit. Genau das Richtige für die luftig leichten Momente im Leben. Warum? Ich meine, jetzt wirklich, also ich meine, klar, man muss irgendwas draufschreiben, aber warum schreibt mich drauf, hey, das Ding ist, wir sind geil, es ist lecker, es ist würzig, es ist knusprig, setz dich auf die Couch, guck dir was im Fernsehen und genieß unsere Pommels. Warum muss da irgendwie stehen, ey, das ist genau das Richtige für die Luft, die leichten Momente im Leben. Was zur Hölle? Was zur Hölle hat das mit sowas zu tun? Verstehe ich nicht. Genug gemeckert, wir gucken einmal drauf. Ist vielleicht aufgefallen, dass ich die Position gewechselt habe. Manchmal kommt das schon vor, weil ich sitze jetzt mit dem Rücken zur anderen Wand des Balkons, weil da hinten die Sonne schon zu sehr scheint und dann kann man kaum was erkennen. Wir gucken uns die zuerst an. Das sind die Original, feingesalzen und gewürzt, wie gesagt, in 200 Gramm XXL-Pack. Kartoffelstärke wohlgemerkt, also gar nicht mehr das Mehl, sondern Stärke vermutlich, damit es besser bindet aneinander und diese luftige Struktur jetzt zustande kommt. Sonnenblumenöl, Kartoffelpulver ist sogar auch drin. Wow. Speisesalz, Dextrose, Zwiebelpulver, Zucker, Paprika, Kurkuma, schwarzer Pfeffer. Aroma ist trotzdem drin. Zwar kein Geschmacksverstärker, aber Aroma. Wenn man jetzt also ohne ein Aroma reinbombt, braucht man ja auch keinen Geschmacksverstärker. Ne? Paprika ist praktisch noch drin. Bei dem Monster Munch sieht das, schätze ich mal, ähnlich aus. Sonnenblumenöl, aber hier mehr Kartoffelpulver, aber auch Stärke. Maisstärke, Erbsenstärke, Süßmolkenpulver, okay, Zucker, Salz, Käsepulver, sogar Paprikapulver, Aroma. Auch hier diese färbende Pflanzenextrakte, Nährwerte könnt ihr euch hier gerne anschauen. Selbstredend haben wir hier ordentlich Salz drin und auch ordentlich Fett für den ordentlichen Geschmack. Eine ganze Tüte voll mit Pommes. Pommes wäre auch irgendwie lustig, weil sie so, weiß ich nicht. Pommes, das klingt einfach so niedlich irgendwie. Aber Pommes ist eigentlich auch geil. Pommes, von wegen. Ich weiß noch, wie ich damals im Französisch in der Schule, wo ich übrigens voll schlecht drin war, und es war Gott sei Dank nicht versetzungsgefährdend, verwirrt war, dass Apfel bei denen Pommes heißt. Also das war, hat mich irgendwie total schockiert damals. Also das sind die Dinger hier. Ihr kennt das, glaube ich.
Wie gesagt, große Oberfläche, besonders knusprig, besonders luftig. Wenn man sieht, das ist eine Riesentüte, die wiege ich gerade mal 200 Gramm. Da sieht man, wie viel Luftigkeit da drin ist. Oh, Monstermunch. Nein. Guckt sie euch an. Ich will mal einen schönen aussuchen. Guck mal, wie fröhlich er aussieht, dass er gleich in meinem Mund fliegen darf und verspeist wird. Die sind sogar fast schon durchsichtig, weil die so locker luftig sind. Wirklich, das riecht gar nichts. Ja. Diese Blasen kommen übrigens immer von dem Frittiervorgang, weil dann das Wasser stark erhitzt und dann wirft es halt Blasen. Wisst ihr, wie die riechen? Also diese hier mehr als die. Die riechen intensiver als die. Die riechen einfach wie so China-Buffet, Frittierfett. Ihr kennt so diese frittierten Sachen wie so Chicken-Dinger oder andere frittiertes Gemüse oder sonst was. Es riecht so einfach nach Fett, nach einfach frittiertem Fett. Und genauso riechen die hier. Es riecht original wie China-Buffet. Finde ich sehr interessant gerade. Und tatsächlich hätte ich bei dem Salzgehalt gedacht, dass sie noch salziger sind. Super knusprig. Und wenn man ein so ein Ding isst und dann so im Mund zerkleinert, dann bleibt da eigentlich gar nichts von übrig, weil er so luftig ist. Lecker. Leichte Paprikanote. Von der Würze geil und wirklich super knusprig. Gefällt mir. Es gibt Chips. Zum Beispiel habe ich euch neulich auch die Crispy Robs Chips da, Flips vorgestellt, die neuen. Die übrigens heute kommen, veröffentlicht werden. In 48 Minuten wird das Video veröffentlicht. Und davor mache ich jetzt gerade dieses hier, was dann irgendwann später veröffentlicht wird. Die waren so richtig bam in die Fresse. Gerade die Paprika oder Sweet Chili oder Sweet Paprika oder was das war. Richtig intensiv, mega lecker. Die sind eher so ein bisschen neutraler. Aber dieser Crunch und einfach die Machart finde ich schön. Von daher, ja, kann man machen. Erwartet nicht das Außergewöhnlichste. Es ist wirklich salzig, leicht würzig. Sonnenblumenöl schmeckt man. Bisschen kartoffelig, aber eigentlich kaum, weil er wirklich auch viel stärker, also so einen starken Kartoffelgeschmack hat man bei Chips, die so aus Scheiben gemacht werden, viel mehr. Aber es schmeckt für das, was es sein will. So, jetzt hier die Geister. Die riechen ehrlich gesagt ein bisschen ranziger. Und nicht ganz so lecker nach China-Buffet-Frittierfett. Und ehrlich gesagt schmecken sie auch ein bisschen neutraler. Aber es sind Geister. Und sie heißen Monster-Munch. Munch heißt ja sowas wie Mampfen, glaube ich, ne? Und angeblich sind sie, glaube ich, auch größer, weil hier steht zumindest Big drauf. Also Bigger Monsters. Ich glaube, ich beziehe es nicht auf die Packung, sondern auf die Monster selber. Wobei, ich glaube, die waren immer so groß, oder? Also, lecker, aber tatsächlich vom Geschmack noch ein bisschen neutraler. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Die haben so ein bisschen komplexere Würze, wohingegen die so ein bisschen einfacher schmecken. Die schmecken so ein bisschen mehr nur nach Salz und so ein bisschen Kartoffelöl. Und hier ist so ein bisschen mehr drin, das sieht man auch in den Zutaten. Aber von der Intensität finde ich sie jetzt nicht mehr. Es ist einfach so ein bisschen komplexer. Und mit den Geistern ist das einfach sympathisch, von daher freue ich mich gerade riesig, die Dinge mal wieder probiert zu haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie so schmecken wie früher, aber mein Herz haben sie erwärmt, von daher, wenn ihr auch ein Kindskopf seid oder euch für solche Sachen begeistern könnt, probiert sie gerne mal aus. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob es, ich weiß es echt nicht, ich meine, sorry, ich bin der Foodburger, nicht ihr, vielleicht wollt ihr es ja mal werden. Ich habe keine Ahnung, ob es die im Supermarkt schon immer gab. Ich erinnere mich nicht dran. Oder jetzt auch die letzten Jahre. Schreibt es mir und dann sage ich, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.